Tja, wenn bei Ihnen nachts heimlich still und leise jemand zum Fenster hineingestiegen kommt, dann glauben Sie bestimmt nicht, dass der kommt, um Ihnen Alarmanlagen gegen die Einbrecher vorzuführen. Aber ich hätte da nebenan einige ganz interessante Sachen. Hier haben wir bereits das erste kleine Alarmgerät, nämlich eine Kugel, in die so eine Tute da eingebaut ist. Und wenn dieser kleine Stift herausgezogen ist, ja, ich habe sie nicht ganz senkrecht gehalten. Vorführeffekt, jetzt klappt es endlich. Sie sehen, das Gerät ist sehr empfindlich. Die geringste Neigung genügt, um es wieder in Tätigkeit zu setzen. Nun kann man hier oben eine Schnur anbinden, kann eine ganz lange Schranke bauen und wenn jemand dagegen stößt, wird dieser Alarm ausgelöst und man kann sie hinter Türen und Fenster legen, um Einbrecher daran zu hindern, den Raum zu betreten. Hier habe ich noch eine andere Kugel, so eine Alarmkugel. Die ist etwas leiser, sie ist auch wesentlich billiger als diese hier. Ich lasse sie mal kurz schnurren. Sie kann auch durch Senkrechtstellen einfach ausgeschaltet werden, aber es ist eine Preisfrage und letzten Endes genügt es wohl in den meisten Fällen, wenn man einem Gangster dadurch sein Handwerk erschwert, dass man ihn veranlasst, unerwartet Lärm zu machen. In den meisten Fällen wird er dann wahrscheinlich schon weglaufen. Ja, nun, um ein Haus zu sichern, könnte man sich dieser Anlage hier bedienen. An diesem kleinen Knopf hier kann man die Empfindlichkeit eines Mikrofons einstellen, das an der Glasscheibe befestigt ist. Ein kleiner Klopfer hat genügt, dass in dem Glas hier die Frequenz entstand, die notwendig ist, um den Alarm auszulösen. Das geht nur bei Glas. Dazu gehören natürlich noch andere Schalter, nämlich Magnetschalter, die am Fensterrahmen befestigt sind. Wenn das Fenster geöffnet wird und der Magnet wird von diesem Schalter entfernt, dann wird ebenfalls der Alarm ausgelöst. Hier eine kleine Radarantenne. Ein Strahlenfeld wird ausgebreitet und wenn sich etwas in diesem Strahlenfeld bewegt, dann wird Alarm ausgelöst. Hier drüben haben wir eine Anlage, die ist für Banken gedacht. Normalerweise würde der Alarm an dieser Fußleiste ausgelöst, die hier nur auf diesem Schaubrett daneben montiert ist. In dem kleinen Kästchen werden die Zahlen eingestellt. Und hier haben wir einen Schussmelder. Und nun stellen wir uns einmal vor, dass im Kassenraum ein Schuss fiele. Bei den meisten Banken dürfte solch ein Schussmelder direkt mit der nächsten Polizeistation verbunden sein, sodass also gleich Hilfe kommt. Hier noch etwas sehr Wichtiges für Boten, die Geld zur Bank bringen oder Geld von dort holen. Große Beträge, Lohngelder und so weiter. Eine Aktentasche, in der hier ein kleines Gerät eingebaut ist. Über ein Kabel ist dieses Gerät verbunden mit einer kleinen Klammer hier, die man sich um das Handgelenk macht. Wenn man jetzt diese Tasche trägt und es kommt ein Räuber und will einem die Tasche entreißen, dann geschieht Folgendes. Ich lasse Sie extra nicht hier reinsehen, damit nicht auch die anderen Leute, die das nichts angeht, sehen könnten, wie man das Ding wieder zum Schweigen bringen kann. Aber wenn man weiß, dass es solche wunderbaren Sicherungseinrichtungen gibt, dann wundert man sich wirklich, dass nicht mehr davon Gebrauch gemacht wird. Mit Hilfe eines Tonbandgerätes und eines Zusatzgerätes zu dem Tonbandgerät kann man jede Alarmanlage direkt an das öffentliche Telefonnetz anschließen und damit kann man, wenn diese Alarmanlage ausgelöst wird, erreichen, dass ein Freund, ein Krankenhaus oder die Polizei oder die Feuerwehr oder was man gerade will, gerufen wird. Wir haben in diese Anlage bereits einen Ruf eingespeichert. Das wird mit diesem
Zählrad gemacht, genauso wie bei einem Telefon. Ich spiele Ihnen einmal vor, was darauf ist. 1, 1, 0 Funkstreife. Hier spricht die automatische Notrufanlage des Hauses X in der Y-Straße. Die Einbruchsalarmanlage ist ausgelöst worden. Kommen Sie bitte sofort. Sie brauchen also keine eigene Leitung zum Polizeirevier, sondern können das öffentliche Telefonnetz benutzen. Genauso gut könnte man mit dem Strom, den eine elektrische Einbruchsalarmanlage einschaltet, auch eine Automatik einschalten, die den Kassenschrank schließt, wenn ein Gangster kommt. Da kann der Gangster nichts mehr machen. Er kann auch den Tresor nicht erreichen, der aus meterdicken Betonmauern besteht und der, wie Sie hier sehen, auf sehr raffinierte Art verschlossen wird. Hier die schwere Tür. Und dann sind immer zwei Leute dazu erforderlich, so einen Tresor zu öffnen oder zu verschließen. Und diese Leute haben auch getrennt die verschiedenen Schlüssel, die hier eingelegt werden. Es wird verschlossen, außerdem wird eine Zahlenkombination eingestellt und das Pendel kommt davor, das geringste Erschütterungen durch Alarm meldet. In dem Ausstellungsraum einer großen Münchner Elektrofirma finden wir ein Anschauungsmodell von drei verschiedenen Alarmanlagen. Wir haben hier oben auf dem oberen Teil der Tafel eine Feldraumschutzanlage. Man hat hier drei Elektroden und zwischen diesen Elektroden wird ein elektrisches Feld aufgebaut. Und durch dieses Feld werden diese Münzen, die hier liegen, geschützt. Wenn ich jetzt diese Anlage einschalte, der übrige Teil der Apparatur befindet sich in diesem Kasten. Und ich versuche nun, nachdem ich eingeschaltet habe, hier in das Feld hineinzugreifen. Dann ist der Alarm schon ausgelöst. Man kann nun statt dieser netten Damenstimme auch eine andere Einrichtung damit betreiben. Man kann etwa den Strom steuern, der Türen schließen soll. Nun, das ist eine sehr teure Anlage, die kostet so, wie sie hier ist, bereits 2500 Mark. Man muss also schon sehr große Werte haben, wenn man sich solch eine Anlage anschafft, um die zu schützen. Eine kleinere Anlage ist diese Raumschutz-Kleinanlage hier, Kleinzentrale heißt das. Da kann man nun verschiedene alarmauslösende Apparate anschließen, etwa so ein Knopf hier, der mit einer Papierscheibe bedeckt ist, damit er nicht unbeabsichtigt ausgelöst werden kann. Oder solche Vibrationskontakte. Wenn man hier draufschlägt, wird der Alarm ausgelöst. Jetzt will ich es mal wieder ausschalten. Geht nicht. Dieser Vibrationskontakt funktioniert mit einer einfachen kleinen Feder, die auf die Schwingungen dieser Wand reagiert. Hier ist ein Geheimschalter. Es muss eine bestimmte Nummer eingestellt werden, um die Anlage in Betrieb zu setzen. Diese Nummer muss bekannt sein. Wenn man die Anlage ausschaltet, muss die Ausstellung, die nicht unbedingt auf Null liegen muss, sondern auch wieder eine andere Zahl hat, in einer bestimmten, sehr kurzen Zeit gefunden sein, sonst wird ebenfalls ein Alarm ausgelöst. Die kleinste Anlage, die es gibt, ist diese hier unten. Die kostet ungefähr 250 Mark. Da ist ein Fußschalter dran. Und hier oben haben wir ein Beispiel, das ist ein Türkontakt. Wenn jetzt jemand eine Tür aufbricht und ins Haus kommt, dann wird dieser Alarm bereits ausgelöst. Wer sich nicht gerne seine Bilder stehlen lässt, kann die auf sehr einfache Weise sichern. Sehen Sie, an diesem Bild und an der Wand sind hier zwei so rechteckige Kästchen angebracht und ein anderes ist auf dem Bild angebracht. Damit hat es seine besondere Bewandtnis. In einem der Kästchen befindet sich nämlich, ich habe das hier noch einmal, ein Schalterpaar. Diese Schalter habe ich Ihnen vor einigen Jahren schon mal gezeigt, als ein neues Fernsprechamt eingeweiht wurde. Da hat man diese Kontakte auch benutzt. Und dieser eine Schalter wird durch einen Magneten, der hier drin ist, geschlossen gehalten. Wenn jetzt ein Dieb, das sind ja auch schlaue Leute, auf die Idee käme, diesen Schalter nun durch einen Magneten außer Betrieb zu setzen, wenn er das Bild stehlen will, dann schließt sich der zweite Schalter und es wird ebenfalls Alarm ausgelöst. Natürlich ist es auch sinnlos, irgendwelche Drähte abzuschneiden, denn auch das würde den Alarm auslösen. Um nun solche kleinen Truhen hier zu sichern, in denen man ja auch gerne
Kunstwerke und Wertgegenstände zur Schau stellt, bedient man sich eines kleinen Tricks. Man baut dort ein Gebläse ein und dieses Gebläse erzeugt da drin einen gewissen Luftdruck. Und wenn man jetzt diesen Kasten öffnen würde oder eine Scheibe einschlagen würde, würde dieser Luftdruck entweichen. Dadurch wird ein Schalter ausgelöst und das wiederum bringt den Alarm. Hier sieht man mal, wozu solch eine Alarmanlage gut sein kann. Bei diesem Waffengeschäft mitten in der Münchner Innenstadt haben Diebe nämlich schon einmal versucht, mit einem Glasschneider einen Kreis hier herauszuschneiden. Nun gehört schon etwas mehr Kraft dazu, diese dicke Scheibe einzuschlagen. Und da werden ziemliche Schwingungen bei erzeugt, die sich auf diese Vibrationskontakte übertragen. Und die sind direkt mit der Funkzentrale der Funkstreife im Polizeipräsidium verbunden. Und da wird nun bei starken Erschütterungen der Alarm ausgelöst. Schließlich handelt sich das um Waffen hier drin. Und na, man kommt nicht so leicht da dran. Und solche Waffen wollen Gangster ganz gerne haben. Schwere Jungen sind sie aber nicht. Ich hoffe es. Es ist aber sehr schnell gegangen, dass sie gekommen sind. Und ich glaube, wer hier was versucht, hat keine Chance, da was rauszukriegen. Kaum. Wir sind doch innerhalb einer Minute da. Es ist diesmal sogar noch schneller gegangen. Schneller gegangen, weil wir ziemlich nah gestanden sind. Wunderbar. Schönen Dank. Bitte. Beim Landeskriminalamt in der Winzerer Straße 9 in München gibt es eine Beratungsstelle mit einem großen Beratungsraum und da sind viele Alarmanlagen ausgestellt, die Sie besichtigen können. Ich könnte Ihnen jetzt auch diese Anlagen, die hier sind, alle vorführen. Es würde wieder ein Alarm ausgelöst und ich lasse das jetzt sein. Sie wissen, worauf es ankommt. Es wird immer in diesen Fällen ein elektrischer Strom ausgelöst. Mit diesem elektrischen Strom kann man nun nicht nur einen Kassenschrank zurückziehen oder sonst etwas machen. Man kann auch eine Kamera damit betreiben und die fotografiert dann die Leute, die einem nachts die Ehre ihres Besuches geben und dafür alles Silber mitnehmen. Ja, und wenn Sie wissen wollen, was für Sie geeignet ist, dann gehen Sie am besten mal zu dieser Beratungsstelle hin oder Sie wenden sich an eine der vielen Wach- und Schließgesellschaften.